Im heutigen Video geht es um die Samsung Galaxy Buds Pro. Das sind neue In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Samsung. Und was da alles mit drin ist in diesem kleinen Paket, wie das Ganze konfiguriert wird und eingestellt wird und was für ein paar coole Funktionen sind, die kleinen Kopfhörer haben, das erkläre ich heute im heutigen Video. Also bleibt dran oder wer nicht mag, hüpft dann einfach unten über die Kapitelmarken in das entsprechende Kapitel. In diesem Sinne viel Spaß und somit herzlich willkommen zum Poughkeepsie Network und jetzt geht's runter mit der Kamera zum Unboxing. Heute geht's um die Galaxy Buds Pro, neue Kopfhörer aus dem Hause Samsung. Vor circa 4 Monaten habe ich euch diese hier vorgestellt, die Galaxy Buds Live, die kleinen Bohnenkopfhörer, die ich übrigens täglich bei mir in Gebrauch habe. Bis auf ein kleines Ding, hier habe ich den Kunststoff oder das Silikonteilchen verloren und deshalb sitzt es im rechten Ohr nicht mehr so gut, aber nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit denen. Immer wieder tausche ich sie natürlich auch ein bisschen aus zu meinen Favorites, All-Time-Favorites, den Sennheiser-Dinger oder mal den Test, den ich gemacht habe mit den Huawei-Kopfhörern, auch die sind richtig toll. Aber die kleinen Bohnen, vor allem jetzt im Winter, wo man mit Kopfmütze, also mit einer Mütze auf dem Kopf rumläuft, ist natürlich so ein kompaktes, kleines Format extrem praktisch, so dass man eben beim Abziehen der Mütze nicht gleich die rausnimmt. Und da bin ich gespannt, wie sich die Galaxy Buds Pro schlagen werden. Die schauen dann schon ein bisschen mehr aus dem Kopf raus. Und jetzt würde ich sagen, packen wir doch die gleich zusammen mal aus oder schauen wir kurz, was hier noch so drauf steht. Hier haben wir zum einen aufgeschrieben, dass es ein Two-Way-Speaker ist. Ihr habt Active Noise Cancelling mit integriert und bei der Batterie, bei der Akkudauer ist angegeben 5 bis 18 Stunden. Ich gehe mal schwer davon aus, 5 Stunden hier drin und der Rest dann aus der Box. Und sie sind IPX7 zertifiziert. Da freue ich mich schon auf den Frühling und auf den Sommer, wenn es dann in Richtung des Pool etc. geht, in wasserdicht. Dann machen wir mal das kleine Päckchen auf und schauen, was hier alles drin ist. Genau, ja, jetzt hat es geklappt. Voilà. Hier gleich oben drauf zum einen, wie schon bei den letzten Kopfhörern, hier natürlich das Case und die Kopfhörer drin und unten das Zubehör, die Accessoires, die man so noch beilegt. Und was das hier genau ist, das sehen wir jetzt dann gleich. Zum einen haben wir das USB-A auf USB-C Kabel und dann gehe ich mal schwer davon aus, dass hier drin noch die weiteren Knubbels drin sind. Mal schauen, was hier rauskommt. So, süß und klein eingepackt. Wie funktioniert das? Nehmen wir gescheiter mal das Messer zur Hilfe. Voilà. So, und hier sind die zusätzlichen 2 Nupsis, die man draufpacken kann, sofern einem das, was beiliegt, nicht passt. Gehen wir mal kurz hier alles auf die Seite und entfernen hier auch die Verpackung. Sehr angenehm, nicht Kunststoff oder nur leicht, doch ist ein Kunststoff? Nee, ist Papier, genau. Das ist sehr vorbildlich, Samsung, besten Dank an der Stelle. Und dann das Case. Die Kopfhörer gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Hier in meinem Fall ist es ein sehr dunkles Grau, wenn nicht sogar schwarz. Obendrauf sieht man auch gleich Samsung Sound by AKG. Da bleibt alles beim Alten. Und hier unten ist in ganz dezent grau auf dunkelgrau noch die ganzen Beschreibungen und die ganzen wichtigen auf Hinweise, CE etc., was man halt hier alles in Europa so benötigt. Das Case einmal geöffnet. Und schon kommen hier die Kopfhörer zum Vorschein. Und jetzt nehmen wir mal das Licht ein bisschen nach oben. Voilà, könnt ihr das besser sehen? Das sind die Kopfhörer. Wie man hier schon gleich sieht, außen dran ist auch eine Öffnung. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das das Mikrofon beinhaltet, worüber dann das Active Noise Cancelling besser umgesetzt werden kann. Ansonsten haben wir hier hinten einen kleinen Buckel, der schön reingeht. Das Ganze lässt sich mit einer Hand öffnen, wie schon beim Vorgänger. Außen dran ist eine LED. Ich gehe mal schwer davon aus, die Status-LED für den Akkustand. Und hinten haben wir hier noch der USB-C-Port, worüber sich das Ganze aufladen lässt. Und jetzt würde ich mal sagen,
fügen wir die gleich mal dem Smartphone hinzu und dann kommt natürlich das Wichtigste, der Sitztest. Und nach dem Sitztest kommt natürlich der Hörtest, die Probe. Hier vielleicht noch die einzelnen Buds, die hängen sehr gut fest, dank dem Magnet, der hier verbaut wurde. Und hier seht ihr auch schon das Design, hat ein bisschen einen dickeren Bauch, passt zu mir. Hier wieder die Infrarotsensoren, wahrscheinlich für die Smart Play Pause Funktion und die beiden Konnektoren, wo das Ganze dann hier drin mit Strom versorgt werden kann. Und auch hier wieder sieht man noch weitere Mikrofone oder Öffnungen für Mikrofone und da vorne natürlich das Nupsi dran. Hier gleich, sobald man das Ganze öffnet, springt auch unter Samsung logischerweise dieses typische Feld unten vor, wie man es von Apple früher kannte. Huawei hat das mittlerweile, Samsung ja auch schon seit Jahren. Hier bekomme ich gleich den Hinweis, dass ein Wearable meine Nähe sucht. In diesem Fall sind es die Galaxy Buds Pro. Und da würde ich einmal sagen, natürlich wollen wir uns damit verknüpfen. Und dann rattert das Ganze. Voilà, ich sehe, das linke Earbud ist zu 100% gefüllt, das mittlere auch. Ich kann gleich loslegen, aber bevor ich das tue, gehen wir noch ganz kurz noch in die Galaxy Wearable App rein und schauen uns das Ganze an. Hier seht ihr die Galaxy Buds Live, welche hier mit verbunden sind. Jetzt würde ich mal sagen, verbinde ich doch gleich die neuen Kopfhörer auch damit. Voilà, hier oben haben wir sie auch, die Galaxy Buds Pro. Kopplung wird gestartet. Eigentlich soll das relativ fix gehen, denn sie sind ja eigentlich schon miteinander verbunden. Das Telefon wird eingerichtet. Knapp 11 MB an Daten werden da fällig. Ich gebe jetzt mal Samsung die Diagnosenerfahrungen und sage, ja, er soll sich mit den Galaxy Buds verknüpfen. Voilà, es ist startklar. Und die Verknüpfung ist gegangen und jetzt sieht man nochmals, wie gesagt, die beiden Buds sind zu 100% gefüllt, das Case hat noch 45, somit geht das natürlich direkt doch nachher kurz an den Strom. Hier haben wir auch schon ein Software-Update, was zur Verfügung steht und das werden wir uns natürlich noch kurz installieren, damit wir auch im ersten Test schon die ersten kleinen Bugfix, welche Samsung hat ausbügeln können, nicht mehr mit drin haben. Übrigens, nächstens auch im Blog gibt es ein Review zu der neuen Samsung SSD, der 870 Evo, der Nachfolger der 860er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da bin ich mal gespannt, was hier das Preis-Leistungs-Verhältnis schlussendlich sagt. Gibt es übrigens in verschiedenen Größen, 250, 500 Giga, 1 Tera, 2 Tera und ich glaube sogar eine 4 Tera Version soll es davon geben. Oder gibt es davon, besser gesagt. Aber kommen wir weiter hier zum Update und das geht noch ein bisschen. Das Update ist installiert. Das Ganze wurde übertragen. Man soll unbedingt die Ladestation, also das Case hier, geöffnet halten. Und dann wird das Ganze geupdatet. Das wird jetzt kurz dauern, aber dann haben wir nachher das ganze System auf dem aktuellsten Stand. Jetzt verbinden wir die wieder. Und los geht's. 2% Akku haben wir verloren während des Updates. Hier steht, wie man die Kopfhörer tragen kann. Wie schon beim Vorgänger, einfach einstecken, nicht wie bei den Bohnen, wo man noch leicht drehen musste. Anscheinend geht es hier ein bisschen einfacher. Die Vorgänger-Knubbels durfte man reinstecken ins Ohr und dann ganz leicht drehen. Die sollen jetzt gerade reingehen. Da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Und dann haben wir hier auch schon die Konfigurationsmöglichkeiten. Einmal tippen, was dann passiert. Zweimal tippen, Anruf annehmen, weiter Musik etc. und solche Geschichten. Für die erste Kopplung die beiden Kopfhörer ins Ohr und dann mit beiden Fingern draufhalten und schon befindet sich die Buds in einem sogenannten Konfigurationsmodus oder in einem Pairing-Modus besser gesagt und dann könnt ihr es mit einem zweiten Gerät verbinden, sofern ihr dann das mögt. So, gehen wir hier jetzt mal aus dem Benutzerhandbuch raus. Hier könnt ihr auch, und dann schauen wir uns gleich die App ein bisschen genauer an,
die aktive Geräuschunterdrückung aktivieren. Hier könnt ihr das Ganze ausschalten. Per Default ist es ausgeschaltet. Und ihr könnt aber auch umswitchen auf die Umgebungsgeräusche. So, wenn ihr zum Beispiel im Stadtverkehr seid und über die Straße gehen müsst, dass ihr mitbekommt, wenn von links plötzlich ein Krankenauto daherkommt. Nicht, dass ihr mit aktiver Geräuschunterdrückung dann unter dem Krankenauto landet. Dann könnt ihr den Konversationsmodus aktivieren. Hier haben wir Berührungen, die gesperrt werden können. Wer also nicht mag, dass man das Ganze über Touch konfigurieren oder starten oder Play, Pause etc. kann, der kann die Touch-Gesten auch hierüber deaktivieren. Was passiert bei Berühren und Halten? Das lässt sich für links und rechts einzeln konfigurieren. Ihr könnt beim Equalizer wählen zwischen Normal, Bass Boost, Weich, Dynamisch, Klar und Treble Boost. Das muss man natürlich ausprobieren und ist abhängig von der Musik, die man so hört. Und hier unter Erweitert gibt es natürlich den Bixi Sprachassistenten etc. noch weitere Einstellungen, die man machen kann. Ihr habt in den Labs den Spielemodus, den man aktivieren kann. Hier soll die Audioverzögerung sich minimieren, sodass ihr auch immer den richtigen Ton mitbekommt. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr Spiele macht. Die Buds lassen sich natürlich auch zurücksetzen und auf anderen Geräten ausprobieren. Und hier drüber könnt ihr auch ein Software-Update aktivieren oder anstupsen, wenn ihr dann irgendwo mitbekommt, auf dem Blog oder bei uns auch im Daily Podcast zum Beispiel, wenn ein solches da ist. Das war es dann auch schon mit den ganzen Einstellungen. Jetzt würde ich doch sagen, ab in die Ohren und Musik hören, Podcast hören etc. Was interessant ist, ist, der Magnet, der hält richtig, richtig stark. Ihr seht da, das Case hebt sich gleich ab, sobald man die beiden Kopfhörer rausnimmt. Also da ist ein richtig schöner Zug drauf. Das erste Mal mit den Kopfhörern. Die Musik ist wie bei den Samsung-Kopfhörern in den letzten zwei, ja fast drei Generationen, wirklich tolles Klangerlebnis. Das ist natürlich jetzt knapp, was habe ich jetzt, 10, 15 Minuten Musik gehört. Ich habe da ein bisschen hinten was im Büro gemacht. Ich habe ein bisschen nach draußen geschaut. Bei uns schneit es aktuell schön und habe einfach Musik genossen, verschiedener Couleur und anschließend auch kurz in einen Podcast reingehört. Und das, was ich jetzt so mitbekommen habe, klingt wirklich, wirklich toll. Das aber natürlich dann im Langzeittest auf dem Poughkeepsie.ca-Blog. Ich werde es unten einblenden und in die Shownotes oder in den Videobeschreibung mit rein verlinken. Da findet ihr einen ausführlichen Testbericht. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass ich noch ein Video mache in eben ein paar Wochen, wenn ich dann die Dinger ein bisschen länger ausgetestet habe, mit dem Buds Live und diesen und wie sich die beiden geschlagen haben im Langzeit- und Monatstest, in dem Sinn dann schlussendlich. Und bin gespannt, wie sich die Dinger bewährt haben, ob sie gut drin sitzen, ob das Ganze funktioniert, auch mit den Touchgesten, Umgebungsgeräusche etc. Was ich vorher noch euch gezeigt habe, war ja hier die Umgebungsgeräusche. Sobald man die aktiviert hat, hat man hier einen Regler, wo man vier Positionen eingehen kann. So die ersten beiden finde ich angenehm. Da hört man ein bisschen was, was kommt, was draußen herum passiert. Beim dritten ist dann schon ein bisschen übertrieben und beim vierten schlagt Samsung sogar die Huawei-Dinger, die beim Transparent-Modus doch sehr basic klingen, was nicht ganz so, also ich mache da nochmals ein Firmware-Update Samsung, das geht so nicht. Aber wie gesagt, die ersten beiden genügen mir schon, um mitzubekommen, wenn von der Straße her was kommt, also ich habe den Bus gehört etc. Also solche Dinge funktionieren schon sehr gut. Was mir auch extrem gut gefällt, und das habe ich euch vor nur kurz angestreift, hier den Konversationsmodus. Wenn man den aktiviert, dann kann man übrigens festlegen auf 15 und 15 Sekunden. Wer kennt das nicht? Man ist an der Kasse, die Kassiererin oder Kassiererin fragt einem was und man möchte Antwort geben und nicht immer hier auf Play, Pause drücken. Dann geht das ganz einfach, den Konversationsmodus aktivieren und schon sobald eure Stimme was sagt, und deshalb ist hier auch das äußere Mikrofon da, bekommt das der Kopfhörer mit und regelt automatisch die Lautstärke runter. So hört ihr noch ein bisschen Musik, sehr, sehr genial. Und solange ihr redet,
ist diese Unterdrückung da, also der Sound wird aufs Minimum reduziert. Sobald keine 10 Sekunden, 5 oder 15, je nachdem wie ihr es konfiguriert habt, eure Stimme nicht mehr aktiv ist, geht automatisch die Lautstärke wieder hoch auf den Modus, wo es vorher war. Und das finde ich ein ganz, ganz cooles Feature, was hier Samsung mit drin hat. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall viel nutzen werde. Auch zu Hause, wenn ich Musik höre, meine Mädels Aufgaben machen, ich ihnen dabei helfe. Sobald ich aktiv werde, ihnen was mitteilen, regelt sich die Musik runter und ich kann mich auf sie konzentrieren und muss nicht unbedingt immer ans Ohr fassen und auf den Pausenknopf drücken oder natürlich auf das Smartphone oder auf die Uhr, um das Ganze fern zu bedienen. Also die Funktion ist ganz toll. Alles andere gibt es im Langzeittest. Mehr kann ich natürlich noch nicht sagen, weder zum Akku noch sonst was. Das war's mit meinem kleinen Unboxing- und Konfigurationsvideo. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß damit. Ihr habt ein bisschen was lernen können. Dem einen oder anderen habe ich vielleicht auch eine Frage abnehmen können. Ansonsten alles unten in den Kommentaren gerne. Ihr dürft den Kanal natürlich auch abonnieren. Ihr dürft die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Gadget. Denn wie gesagt, nächstens geht es auch an einen SSD-Test und ich habe noch viele weitere coole Gadgets hier, die ich aktuell am Testen bin und wo es noch Videos dazu gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Gadget. Euer Poughkeepsie. Tschüss!